zusammen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ist ja jetzt schon wieder etwas her. Ich wollte eigentlich regelmäßiger Videos hochladen, aber da wir momentan ziemlich in den Hochzeitsvorbereitungen stecken und irgendwie jedes Wochenende irgendwas ist, weil es nicht, ja, gerade mal mehr ein Monat ist, bis wir heiraten, haben wir momentan ziemlich viel zu tun und deswegen schaffe ich es leider nicht so regelmäßig, wie ich es mir eigentlich vorgenommen hatte, jetzt Videos hochzuladen. Aber heute gibt es endlich wieder eins und zwar habe ich mir eine neue Palette bestellt, etwas sehr farbenfrohes. Und zwar habe ich mir diese Palette hier bestellt. Das ist von Tarte die Let It Rainbow Eyeshadow Palette. Und das ist eine sehr, sehr bunte Palette. Ich zeige sie euch mal eben. Das ist die schöne Palette. Also wie ihr seht, sehr, sehr viele sehr krasse und extreme Farben. Und damit möchte ich heute mal etwas schminken. Also für mich ist das auch mal etwas ganz Neues, mit so krassen Farben zu schminken. Also sonst bin ich ja eher so Erd- und Rosatöne und so... Nicht ganz so krass, vielleicht mal ein Smoky Eye Make-up, aber ich hatte echt mal Lust, sowas richtig sommerliches, frisches und farbenfrohes zu machen. Wird wahrscheinlich nichts Alltagstaugliches sein, aber ich will einfach mal gerne was Neues probieren und die Farben ausprobieren. Und ja, ich denke, wir fangen dann einfach an und ich bin sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommen wird, weil, wie gesagt, ich habe noch nie mit so krassen Farben experimentiert und ja, ich bin gespannt. Okay, ich denke, wir machen das wirklich wie ein Regenbogen und fangen hier mit der hellsten Farbe, also im Inneren des Auges an und arbeiten uns dann im Kreis nach unten hin ins Dunkle. Ich bin sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommt. Wie gesagt, ich habe es selber noch nicht ausprobiert und deswegen lasse ich mich jetzt mal überraschen, wie das hier so wird. Ich brauche erstmal einen passenden Pinsel, der dafür gut geeignet ist. Wie gesagt, ich habe sowas noch nie ausprobiert. Ich bin sehr, sehr gespannt und ja, ich nehme mal so einen kleinen Pinsel, um damit wirklich die Farben erstmal alle aufzubringen und dann nachher alles schön zu verblenden. Ich denke, das mache ich zum Schluss. Also wie gesagt, ich bin sehr, sehr aufgeregt und gespannt und ich freue mich richtig, so einen knalligen Look jetzt mal zu machen und ja, zu sehen, was dabei so rauskommt. Gut, also wie gesagt, ich habe gesagt, ich fange mit der hellsten Farbe an. Das wäre hier in diesem Fall das Go For It. Das ist ein Gelb und ja... Da nehmen wir jetzt erstmal ein wenig Farbe von auf. Und die trage ich dann hier ganz innen drin erstmal auf. Okay, die Farben sind auf jeden Fall sehr, sehr schön deckend. Okay, ich muss auf jeden Fall auch ein bisschen in die Lidfalte mit rangehen, weil sonst wird das ein bisschen, ja, zu weit, also alles nur auf dem Lid ist ja blöd, also muss ich jetzt auch ein bisschen in die Lidfalte mit reingehen, um das vernünftig, ja, auszuarbeiten, weil wir machen ja einen Rainbow-Look und was anderes kriegen wir ja nicht an Farben. So, das Gelb ist schon mal drauf und ich finde, die Farbe ist mega knallig und ich finde das... Leuchtet schon richtig, richtig gut. Und jetzt gehe ich als nächstes in All In. Das ist der Orangeton und der kommt jetzt direkt daneben. Okay, da bin ich jetzt etwas zu weit mit abgerutscht, aber da kommt ja gleich eine knallige pinke Farbe drüber, von daher ist das alles halb so wild. Ich versuche es mal mit einem anderen Pinsel. Auf jeden Fall gehe ich als nächstes in This Is It. Das ist dieser Pinkton. Also wirklich was ganz, ganz Knalliges. Okay, mit dem Pinsel geht es schon um einiges besser, muss ich sagen.
Wie knallig das einfach ist. Ich bin echt gespannt, wie es nachher aussieht, wenn es fertig ist. Also wir sind schon sehr bunt und ich denke, ich werde jetzt erstmal ein wenig schon mal verblenden, damit ja, man einfach schon mal ein bisschen besser sieht, wie es aussieht. Und ja, damit gehe ich einfach mit einem Verblenderpinsel einfach schön hier drüber und natürlich dazwischen, damit die Farben ineinander auch schön auslaufen. Also ich muss sagen, es sieht gar nicht mal schlecht aus bisher. So, wir machen jetzt weiter und zwar mit Ambitious. Das ist so ein lila Ton hier unten. Damit gehe ich jetzt hier an die Lidfalte, beziehungsweise ich werde hier das so ein bisschen auslaufen lassen. Und mache hier so ein kleines Dreieck mehr oder weniger und fange dann an der Wasserlinie hier, unter der Wasserlinie an. Die Farbe verblende ich dann jetzt auch schon mal ein bisschen, weil die anderen Farben sind ja jetzt gleich alle nur an der Wasserlinie, da brauche ich nicht großartig verblenden, aber damit der Ton sich schon mal ein bisschen mit dem Pink da oben vermischt und nicht so eine harte Linie hat. So, als nächstes gehe ich in Risk Taker. Das ist dieses lila Glitzer hier unten. Und gehe dann auch wieder an der Wasserlinie etwas entlang. Nicht zu viel, weil wir ja noch ein paar Farben haben. Wir haben ja noch drei Farben. Drei Blautöne und die müssen ja gleich auch noch irgendwo Platz finden. Es wird schon sehr, sehr knallig hier. So, dann gehe ich als nächstes in Happening. Das ist auch so ein dunkles Türkis. Yay. Dann gehe ich jetzt in Hustle. Das ist dieses Blau, dieses richtig krasse Blau.
So, und jetzt habe ich nur noch eine Farbe und die werde ich jetzt... Das ist, So, und jetzt habe ich nur noch eine Farbe, das ist You Can. Und zwar nehme ich die jetzt mit einem etwas kleineren Pinsel. Und die werde ich jetzt hier in der Mitte auftragen. So, die Farben sind alle drauf. Ich werde mir jetzt noch schnell die Wimpern tuschen und dann sehen wir gleich das fertige Ergebnis. So, und das ist das fertige Ergebnis. Also ihr seht, sehr Rainbow-mäßig und ich finde, das sieht gar nicht mal schlecht aus. Ich muss sagen, es ist ein cooler Look irgendwie so. Klar, es ist jetzt nichts, was ich jeden Tag irgendwie tragen würde, aber ich finde, wenn man irgendwie mal was Besonderes braucht, ist es schon eine coole Sache. Und die Farben der Palette sind echt mega, mega gut deckend. Also ich liebe Tarte-Produkte ja sowieso, aber diese Palette hat echt super tolle deckende Farben. Die sind wirklich leuchtend und knallig und man konnte sie auch gut verblenden und von daher, ich... fand die Palette echt mega. Es ist halt mal echt was anderes. Und dieser Rainbow-Look ist echt cool. Ich habe schon überlegt, ich habe so Glitzer-Eyeliner. So einer würde, glaube ich, auch noch ganz gut dazu passen. Aber ich wollte gerne jetzt nur was mit der Palette machen. Deswegen ist es jetzt nur was mit der Palette. Aber an sich, so ein Glitzer-Eyeliner wäre natürlich auch noch eine coole Sache. Und ja, mir gefällt es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Sagt mir gerne, wie es euch gefallen hat. Und falls es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ja, und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bye, bye!